Im Vergleich zum Wahlkampf ändert er nicht nur sein Auftreten, sondern auch die Inhalte. Der designierte US-Präsident Donald Trump in North Carolina. Seine Themen hier: Außen- und Verteidigungspolitik. Wir werden keine ausländischen Regime mehr stürzen. Regime, über die wir nichts wissen und mit denen wir nichts zu tun haben sollten. Stattdessen sollten wir uns auf den Kampf gegen den Terrorismus konzentrieren und den IS zerstören. Trump stellt seinen künftigen Verteidigungsminister vor. General James Mad Dog Mattis. Mattis? Rechts im Bild hat sich seinen Spitznamen Mad Dog, verrückter Hund, durch seine Härte im zweiten Irakkrieg vor 10 Jahren verdient. Eigentlich darf er das Amt gar nicht übernehmen. Ranghohe Militärs müssen dafür normalerweise 7 Jahre lang im Ruhestand sein. Aber Trump hat diese Regel aufgehoben. Einige Stunden zuvor. Der scheidende Präsident Barack Obama warnt Trump bei seiner letzten Rede zur nationalen Sicherheit, allerdings nur zwischen den Zeilen. Anstatt falsche Versprechungen zu machen, dass wir den Terrorismus beseitigen können, indem wir Bomben werfen, mehr Truppen entsenden oder uns vom Rest der Welt abschotten, müssen wir uns die terroristische Bedrohung langfristig anschauen und eine kluge, nachhaltige Strategie verfolgen. Diese Art von Warnung weitet er auch auf die Innenpolitik aus. Die USA sollten ihre Grundwerte im Kampf gegen den Terrorismus nicht aus den Augen verlieren, so Obama. Denn sein Nachfolger hatte unter anderem angekündigt, Folter als Verhörmethode wieder einzuführen.